Ja, vielen Dank, Ursel. Die Rede gibt es zum Nachlesen hier am Infostand. Ebenfalls am Infostand gibt es wieder die Möglichkeit, die beiden Bürgerbegehren Stormo 21 und Leistungsrückbau 21 zu unterschreiben. Für alle aus dem Viertel, die noch nicht unterschrieben haben oder vielleicht auch gar nicht wissen, worum es geht, lassen Sie sich am Infostand informieren und denken Sie dabei daran, dass Sie diejenigen sind, die den Lärm und Dreck und die Mieterhöhungen aushalten müssen, wenn S21 wirklich gebaut wird. Was wir bis jetzt erleben, ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Also wehren Sie sich. Und nun bitte noch einmal den Freien Chor Stuttgart auf die Bühne.